Das mega böse Bundle, bei dem sogar der Teufel weint. Hurry, hurry, genau das. Zweiter Take. Der erste ging ein bisschen schief. Ich habe ein paar Videos falsch gemacht, aber völlig egal. Also, Capcom hat wieder eine große Compilation losgelassen auf Humble Bundle. Verlinke ich euch auch heute hier. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. So, also, Nummer 1. Es gibt also drei Kategorien. 1 Euro, das sind drei Spiele und etwas Besonderes. Dann der Durchschnitt um die 10 Euro, also auch schon ganz schön teuer. Was heißt teuer? Für die Leistung, die gebracht wird, nicht, aber es ist mehr als sonst. Also der Durchschnitt halt, also momentan bei ungefähr 10 Euro. Und dann nochmal die dritte große Kategorie mit 18,50 €, also tatsächlich etwas höherpreisig als sonst. So, aber vielleicht ist auch wegen Corona jetzt alles teurer. Wenn ihr im Moment nicht wisst, von was ich rede, dann ist es Gott sei Dank schon vorbei. So, aber dann ist das Angebot auch mit Sicherheit nicht mehr online. Gut, wir fangen an. Erstes Spiel, Strider. Strider ist ein Metroidvania-Spiel. Wie soll man sagen? Sehr positive Bewertungen. Auch wieder in allen Sprachen zu haben. Einzelspieler, Action. Sieht dafür, dass es von 2014 ist, wirklich gut aus, ja. Wie gesagt, es ist das, was es sein soll. Du rennst mit deinem Samurai durch die Gegend und metzelst alles nieder, was irgendwie geht. Puzzle eher nicht, also mehr so Arcade-Plattformer. Genau das. Jo. Und das Video sagt da schon ziemlich viel. So, und das zweite ist jetzt das, wo ich den Fehler hatte. Mega Man, die Legacy Collection 1, nicht 2. 1, genau. Das heißt also, wenn ich das richtig sehe, sind das, so, wie viele sind es? Genau, die 6 Spiele mit noch 2 Special Modes. Das heißt also, wer Mega Man mag, vor allen Dingen die ganz alten Klassiker, der ist hier wirklich sehr, sehr gut bedient, weil das, was Mega Man ausmacht, wird hier einfach, passiert hier einfach. Sprachausgabe gab es damals nicht. Ich sage es nicht, also, ne? Damals in meiner Jugend. Ja. Auf jeden Fall diese Collection von 2015 mit sehr positiven Wertungen. Wer es braucht, wer Mega Man mag, hat da für 1 Euro also ein gutes Add-on. Nummer 3. Ja, schwierig. Sehr positiv im Moment, größtenteils positiv im Allgemeinen. Resident Evil, deswegen auch das böse Bundle, das Mega, das hatten wir schon, böse Bundle, und das sehen wir auch gleich, wo die anderen Sachen herkommen. Der Anfang, also das Video ist am Anfang einfach schwarz. Wenn man Sound hat, ist es vielleicht ein bisschen besser, keine Ahnung. Resident Evil Revelations 2, und zwar nur die erste Episode. Ja, es hat, denke ich mal, die schlechten Wertungen. Nicht wegen dem Gameplay oder sonst was. Also für eine komplette Collection Resident Evil gehört es wohl dazu. Ja, und mir fehlt tatsächlich, also die erste Episode nicht, aber die anderen Episoden fehlen mir noch, aber das ist egal. Auf jeden Fall insgesamt, ist es schon mal der erste Teil. Also habt ihr schon mal was. Und die Grafik seht ihr deutlich. Also es ist für 2015 ganz ordentlich gemacht. Und die Resident Evil Spiele sind ja eigentlich fast alle gut. Und alle auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Und naja, immer hat die Umbrella Corp da was mitzureden. Wir haben es auch wieder in allen Sprachen, auch mit Sprachausgabe in Deutsch. Na. Es ist ein Resident Evil. Eins, was irgendwie dazugehört. Revelations. Resident Evil. So.
Und jetzt kommen wir zu was ohne Video. Und zwar ist in dem Ding für 1 € auch dabei für Resident Evil 2 die All-In-Game-Rewards Unlock. So, das heißt also, das sind alles Dinge, die man eigentlich im Spiel freischalten muss. Die hat man jetzt praktisch mit dem Add-on von Anfang an. Erst wollte ich mir es deswegen kaufen, weil der Euro tut mir jetzt wirklich nicht weh. Dann aber habe ich gemerkt, nee, weil wenn will ich es mir erspielen. Ich will Resident Evil 2 auf jeden Fall irgendwann spielen. Ja, es hat auch trotz allem aber sehr positive Bewertungen. Also das heißt, wer cheaten will, bitteschön, gerne. Jo. Das waren jetzt also 4 Einträge, davon 3 Spiele und Gesamtwert von diesem Teil für 1 € sind 41 Euro. Darf man, ist super. So, jetzt kommen wir zu dem, wie gesagt, kräftigen Paket, Teil Nummer 2. So, und da wird es wieder mega. Und zwar wird es die Mega Man X Legacy Compilation. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Weil, Moment, ich guck mal gerade, Mega Man X, ja, warum Legacy? Legendäre 16-Bit-Spiele, Mega Man X, X2, X3 und X4. Aha, das gab es also 4-mal, super. Also, Mega Man, die gesamte X-Compilation hier zusammen in einem Paket, kostet noch immer um die 40 Euro. Ah, nee, nee, Moment, 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 nee, 20 Euro, 20 Euro habe ich auch richtig aufgeschrieben, genau. Das heißt, Mega Man wird damit dann doch endgültig komplett. Das heißt also, das, nein, wenn man Mega Man komplett haben will, dann gehört diese Collection auf jeden Fall mit dazu. Vielmehr möchte ich dazu nicht sagen, es ist Mega Man. Und es ist halt bessere Grafik. Vieles davon sieht auch ein bisschen nach normalem RTL 2 Anime von damals aus. Hat nicht die besten Bewertungen mit größtenteils positiv im Moment und ausgeglichen im Allgemeinen. Das heißt also, der große Kracher war es nicht. Aber egal, weiter geht's. Ja, auch das hatte ich schon, weil ich die Sammlung fast ganz komplett habe. Resident Evil HD Remastered 0. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mir echt nochmal anschauen, wie die Reihenfolge tatsächlich ist. Durchgespielt habe ich, ist auch auf meinem Kanal, das Resident Evil 5 mit der Naganfi zusammen. War geil. 6 haben wir angefangen und irgendwie stockt es ein bisschen, um es mal positiv zu sagen. Ja, es ist ein Resident Evil. Es ist wohl gut. Es hat sehr positive Bewertungen. Und ist auch wieder in allen Sprachen vom Untertitel her da und vom Ton her natürlich wieder mal nur Englisch. Oder? Warte mal, ist das nicht? Nee. Gut. So. Also, ein weiteres Resident Evil nach ganz alter Machart ist ziemlich genau im Stil von dem ersten. Naja, gut, lassen wir. Also, Resident Evil, noch eins. Weil mein Capcom hat nicht so viele Franchises. So. Dann noch ein Resident Evil. Ja. Und zwar das Revelations, das Einser, das ganz normale. Ja. Und zwar, warte mal, in der ganz normalen. Ganz normal Resident Evil Revelations. Auch das hatte ich schon. Ist von 2013 mit sehr positiver Bewertung. Ist in allen Sprachen wieder da. Das heißt also diesmal auch mit Ton. Was das Null Remastered wohl nicht, also nicht hatte. Keinen deutschen Ton. Der Ton muss wieder deutsch werden. Nee, also wie gesagt. Sieht aber trotzdem wirklich klasse aus. Es ist ganz eindeutig ein Resident Evil. Noch eins. Genau. Ja. Und das wird auch jetzt nicht das letzte sein. Oder? Was haben wir jetzt noch? Ja,
Ja, jetzt haben wir, gibt es kein Video zu, ist nämlich auch wieder nur DLC. Zu Resident Evil 2 gibt es dann die anderen Episoden, das heißt Episode 2, 3 und 4, die Extra-Episoden Little Miss, The Struggle und auch Raid Mode Character Hank. Gibt es ja noch dazu. Das ist ja ein Gesamtpaket für 30,50 €. Allein das DLC-Paket. Also, ja. Die kommen noch dazu, damit man Resident Evil Revelations 2 komplett hat. Ja, passt also relativ gut. Jawohl. Das war also die. Achso, nee, da kommt noch zwei Sachen dazu. Das ist auch wieder im Wert von 40 €. Die habe ich aber jetzt nicht mitgezählt, weil. Ja, man muss extra nochmal Geld ausgeben, um davon profitieren zu können. Deswegen ist es doof. Und zwar gibt es da Gutscheine. 50% Erlass auf den Humble Store für Resident Evil 2, das Remake natürlich. Und für Devil May Cry 5. Das sind also jeweils ein Preiserlass, wenn man nicht Choice-Mitglied ist, von genau 50%, also 20 €. Weil beide Spiele werden momentan noch mit 40 € gehandelt. Könnte man jetzt als 40 € dazu rechnen. Ich sage es nachher am Schluss in zwei Versionen. Genau. So, aber jetzt sind wir fertig mit diesem Teil für 10 € und der hat jetzt halt eben einen Wert von. Naja, je nachdem, wie man will, entweder von 100,50 € oder 140,50 €. Zusammen die ersten beiden Teile 141,50 € oder 181,50 €. Wird anstrengend. So! Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und ich weiß nicht mehr. Warte mal. Welches war es denn jetzt? Das ist Resident Evil 1. Super, Revelation 1. Oder ist es 0? Moment. Was, haben wir das schon gesehen? Das haben wir schon gesehen. Das dürfte das Revelations 2 gewesen sein. Oder? Weißt du, ich kann da nicht nochmal neu anfangen. Mache ich auch nicht. So, dann schauen wir mal, dann müsste das hier, jawohl. Es geht mega weiter. Der erste Titel in der, ja, in dem teuren Teil für 18,50 €. Kostet allein schon wieder 30 €, also ist schon raus, klar. Ist Mega Man 11. Sehr gute Bewertung im Gegensatz zu dem 10er. Ist von 2018 und scheint wohl wirklich gut angekommen zu sein. Auch wieder Oberflächen, alle Sprachen, Untertitel, alle Sprachen, Ton nur Englisch. Bei einem Mega Man-Spiel, denke ich mal, ist das aber auch nur eine Nebensache. Ja. Wie gesagt, die Franchises halten sich jetzt hier in Grenzen, aber es kommt noch ein anderes. Ich verspreche es. Jetzt kommt aber erstmal noch eins, das ich schon mal erwähnt hatte, wovon aber noch keins direkt drin war. Und zwar, deswegen weint der Teufel, vielleicht Devil May Cry 4 Special Edition. Sehr positive Bewertungen. Fuck. Ja, genau, das ist falsch. Ist okay, vergesst es einfach. Ich hab's heute echt nicht drauf. Wo ist denn? Ja, es ist also die Street Fighter 30 Jahre Package irgendwas. Entschuldigung für das schlecht vorbereitete Video, aber wie gesagt, Corona macht uns alle so ein bisschen kirre. Ich bin da nicht mehr ganz fit. Also, 40 € wert. Es sind diverse alte Street Fighter drin. Das Ding kam nicht sonderlich gut an. Hat also, ja, ich wollte gerade sagen, das war nicht Devil May Cry. So, ich muss mal ganz kurz Street
Weiter. Street Fighter. Ja, nicht Street Fighter, das funktioniert nicht. Da haben wir sie. So, größtenteils positiv im Moment, im Allgemeinen aber eher ausgeglichen. Das heißt, das Ding kam nicht so furchtbar gut an. Gibt es in allen Sprachen auf der Oberfläche. Sprachausgabe gab es dann weniger als bei dem anderen Prügelspiel. Wie heißt es? Wie heißt das? Ganz, Mortal Kombat. Ja, genau. Nee. Also, wie gesagt, ist bei mir ein bisschen untergegangen jetzt. Aber viel mehr kann man auch nicht sagen. Es sind halt eben die Street Fighter Klassiker mit allem drum und dran. Will man es haben? Ich brauche es nicht. Ich hatte es sogar auf meiner Ignore-Liste. Jetzt aber. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich sage jetzt nichts, bis es kommt. Devil May Cry 4 Special Edition. Sehr positiv in allen Sprachen zu haben, in Sachen Oberfläche und Untertitel, in Ton wieder nur in Englisch. Aber alles recht sexy. Na, sind so ein paar Mädels bei. Auf beiden Seiten wohl irgendwie. Und auch wieder ein paar Jungs und so weiter. Und das sagt, zeigt mir wieder, dass ich eigentlich mal nochmal Bayonetta spielen wollte. Überhaupt mal spielen wollte. Aber ich glaube, das nehme ich nicht auf, weil da fehle ich dermaßen. Ja, es ist. Ja, Devil May Cry 4 Special Edition, Demon Hunter, nee, nicht das Bundle, nein, 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 nein. Ganz normal mit allem drum und dran, nicht mit Complete Pack. So, also Special Edition, ja, Devil May Cry, Hack and Slash in der Third Person und gib ihm. Mit geilem Soundtrack und einfach drauf rumprügeln. Ich habe selten ein Spiel dieser Art gespielt, aber vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an. Allein schon, ja, Models sind sexy, alles gut. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, das halt eben in der Kategorie steckt, dass ich dachte, nee, dafür alleine gebe ich das Geld nicht aus. Dragon's Dogma Dark Arisen. Dark Arisen, genau. Es ist also ein Open-World-Rollenspiel. Third Person mit Charakterentwicklung und allem drum und dran. 2000, 2016, sehr positive Bewertungen. Ist auch auf allen Sprachen an Sachen Oberfläche und Untertitel da. Englisch ist nur der Text. Ja. Und es sieht toll aus. Und es ist ein sehr, sehr kurzes Video. Ich werde aber jetzt keine 18,50 € für einen Titel ausgeben, den ich mit Sicherheit irgendwo. Ich sag mal Instant Gaming zum Beispiel, das gerade für 7,90 € kriegen würde. Deswegen, nee, das Bundle ist diesmal nicht für mich. Über Dragon's Dogma, ich habe das noch nie gesehen und nie gespielt. Ich habe es auch seltsamerweise nicht, was mich wundert, weil normalerweise habe ich so, ja, solche Sachen eigentlich schon. Aber, naja, da fehlt mir auch mal was von Capcom. So, egal, wir machen weiter, dass wir durchkommen, weil ihr merkt schon, mir käst das Gehirn. Jetzt kommt ein Spiel, das habe ich angefangen und nicht weitergespielt, weil ich nicht zurechtkam, aber irgendwann gehe ich es wieder an. Es ist auch ein Singleplayer und wenn mir die Nagan-Fee nicht hält, dann bin ich von Resident Evil maßlos überfordert. Und zwar ist es tatsächlich das Original Resident Evil in der HD Remastered Version. Die sieht jetzt an sich schon recht kacke aus von der Grafik. Wenn man es aber mit dem Original vergleicht, merkt man, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben. Richtig, richtig gut. Wir sehen den Wesker zum ersten Mal. Wir werden viele, viele, viele Charaktere, die wir später kennenlernen, später sehen, dort kennenlernen. Es ist der Klassiker. Das ist Resident Evil. Deswegen absolut lohnenswert. Hätte ich es nicht schon, das wäre ein Grund gewesen. Ja? Wobei, ich müsste es mich echt wieder trauen. Und wir kommen jetzt zum zweifelhaften Höhepunkt der ganzen Collection. Das gucken wir noch hier. Zombies, 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 Zombies.
Du bist gestorben. Und zwar, ja, was ist es denn? Es ist meiner Meinung nach ein Fun-Spiel. Es ist nicht wirklich ernst. Und es ist sehr brutal. Und ich finde es auch ein bisschen langweilig und die Gaming-Gemeinschaft wohl auch, weil die Wertungen sind nur, ja, wie soll ich sagen, ausgeglichen. Es gibt's in allen Sprachen, es ist ein AAA-Titel. Er ist auch immer noch ein bisschen teuer mit 30 Euro. Es ist Dead Rising 4. Er ist als im Gegensatz zu den anderen nicht auf dem Index. Das heißt, du kannst den einfach so freikaufen. Im Moment noch für 30 Euro. Ich habe ihn aus irgendwelchen Gründen auch in meinen Bundles irgendwann mal bekommen. Das war wohl auch ein Capcom-Bundle, wo es dann irgendwie drin war und ich noch nicht alles hatte. Ja, ich merke gerade, er nutzt auch die Verkleidung von allen Capcom-Franchises, einfach nur um Zombies wegzubashen. Es ist nicht meins. Ein Zombie-Fun-Shooter ist weit davon entfernt, wirklich laut meinen Namen zu schreien. Deswegen. Wie gesagt. Toll gemacht, sieht wunderschön aus. Es ist sehr viel Humor drin. Und ich mag auch solche Cameo-Sachen eigentlich ganz gern. Trotzdem, ich habe es mal angespielt, ich fand es doof. Ich fand es nicht gut. Ja. So, mit einem ich fand's nicht gut. Hören wir auch heute auf. Auch das fand ich jetzt nicht gut. Aber Pflicht ist Pflicht. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig. Erstmal Zusammenfassung zu diesem Ding. Wir haben, also das letzte Ding hat nochmal 175 Euro hinzugefügt. Das heißt also, wir haben insgesamt einen Bundlewert von 316,50 Euro, wenn wir die Gutscheine weglassen. Wenn wir die Gutscheine dazu rechnen, also die Ersparnis durch die Gutscheine, da sind wir bei 356,50 Euro. Entschuldigung. Fettes Bundle rechtfertigt dann auch mal die 19,80 Euro. Waren es 1980? 1950? Ich weiß gar nichts mehr. 18,50 deswegen. 18,50 Euro. 19,80 Euro, was ein Quatsch. Also 18,50 Euro, genau. Ja, mich hat es nicht gereizt, weil ich die interessanten Sachen bis auf Dragon's Dogma schon hatte. Die Resident Evil Revelations DLCs, die kriege ich mit Sicherheit auch mal günstiger, wenn ich es überhaupt irgendwann brauche. Also für mich kein Bundle, aber insgesamt wieder natürlich eine super Leistung. So, ich erwähne jetzt gerade noch mal zwei weitere Bundles, zu denen ich keine Bundle-Tests mache. Die ist auch beide im Moment noch eine ganze Weile. Und zwar, warte mal, 15 und 6 Tage kriegt. Also als kürzestes ist das die Sakura Collection. Sakura, das sind durchweg eigentlich nur Dating-Sims oder andere Story-Visual Novel-Games mit viel, viel Sex-Appeal. Das heißt also, wenig angezogene japanische Mädchen, die irgendwas erleben und man sieht ein bisschen was. Es ist nicht ganz ab 18, es ist so ab 16, würde ich sagen, eher Softcore. Jetzt hat YouTube so ein bisschen Probleme mit allem, was für Erwachsene ist, gerade im Erotikbereich, deswegen mache ich da keinen Link zu. Und das andere Bundle, was ich euch aber verlinke, das ist das Just Drive. Ich reiße es kurz mal an. Es ist also nochmal drei Tiers, also drei Abteilungen. Das heißt also WRC7, Rally, MXGP, Motorrad-Dingens, ne? Und Moto GP15 gibt es für 1 Euro. Road Redemption, Project Cars, dann das Car Pack Limited Edition für Project Cars und Dirt 4 gibt es dann in der zweiten Abteilung für 7,97 Euro. Und für 12 Euro kriegt ihr NASCAR Heat 4, Project Cars 2. Dann für Project Cars 2 den Japanese Cars Bonus Pack und dann Assetto Corsa
plus Dreampack 1, Dreampack 2 und Dreampack 3. Für Assetto Corsa. Sie sagen, wie viel sagen Sie, kostet das Bundle? 320 € wäre der Gegenwert. Ich bin nicht so der Autofahrer, also der Autorennen-Sim-Fahrer, irgendwas. Ich kann damit nichts anfangen. Und deswegen, ja, das für 1 € hole ich mir, weil ist ja auch Motorrad dabei, was ich auch nicht kann, aber egal. Ja, das verlinke ich euch noch. Mache ich keinen Bundle-Test dazu. Das war's jetzt von mir heute. Ich bin durch. Ich bin raus. Und danke fürs Zuschauen.